Salve a tutti. Hier geht es heute um die Vata. Die haben heute was super Interessantes gemacht. Und ich mag ja die Vata sowieso und eigentlich schon immer. Die sind, ich möchte nicht sagen, angenehm zu handeln. Nee, die sind sogar relativ schwierig. Aber wenn man diese Diva mal aufs Parkett begleitet und die findet ihren Rhythmus, dann kann die stundenlang tanzen. Oder vielmehr in diesem Fall Tage oder Wochenlang. Bevor ich das aber mache, muss ich den guten Elon Musk nochmal auf die Schippe nehmen. Dieses Auto war das erste Elektroauto, was es in Deutschland gab. Also zumindest mit Straßenzulassung. Das gehört uns, also meiner Familie. Elektromobil steht ganz fett Vata drauf. Das war für zwei Personen. Und hinten, so ähnlich wie beim Smart, konnte noch also wirklich ein ganz kleiner drin sitzen. Das war 1975. Das haben wir auf irgendeiner Tombola gewonnen. Das hatte nur einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Und es war so hässlich. Deswegen haben wir das Nessie genannt. Und dieses Ding hier war irgendwie für Wasser. Also nicht, dass ein erzeugtes Benzin. Nee, das war schon Elektro. Und das musste auch immer an den Strom angeschlossen werden. Ich glaube, heute wäre das nicht mehr wirklich plausibel, das so zu machen. Die Fenster, die konnte man nicht runter machen. Die konnte man aber rausmachen. Das war so eine Art Mini-Cabrio. Und als das 1975 bei uns war, ja, da war der gute Elon Musk noch Quark im Schaufenster, aber wer weiß, vielleicht hat er es ja mal gesehen. Weltklasse, das Teil. Leider gab es dann keine Ersatzteile mehr, nicht von den Batterien, sondern von dem Automobilhersteller. Aber das wollte ich dir mal zeigen. Spaß beiseite, hier ist die Vata. Vata hat Zahlen gebracht. Die Zahlen sind gut, die sind sogar überraschend gut. Und was der Finanzchef gemacht hat, er hat gesagt, Leute, wir wissen nicht, wie es weiterläuft. Wir können es einfach nicht sagen. Wir haben durch Corona Probleme, durch die Ukraine Probleme. Aber er hat das sehr vorsichtig ausgedrückt. Das hat mir gut gefallen. Muss ich schon sagen, hat er wirklich gut gemacht. Eine andere Meldung ist, dass einer von den Shortsellern, Arrow Street, der hat seine Position unwesentlich reduziert von minus 0,5 auf minus 0,49%. Oder von 0,5 auf 0,49%. Da sind noch ein paar Hedgefonds short drin. Allen voran BlackRock mit 1,7%. Insgesamt machen die Short-Positionen bei Vata aus 4,64% vom Aktienkapital. Das ist nicht wenig. Ja, das heißt, wenn die mal rein müssen, ich möchte nicht sagen, dass so eine Bewegung davor steht, aber das kann mal so eine ganz schnelle Bewegung werden. Ja, hier sowas in der Art. Vor euch liegt der Monatschart. Jetzt schaut mal hier unten, ihr wisst ja, ich gucke ja gerne auf die Technik mit allen möglichen Sachen. Hier stabilisiert sich es bereits über das MACD. Wir haben erheblich mehr Potenzial als Risiko über den Oszillator. Der ist ganz unten. Mal schauen, ob ich das besser hochkriege. So, der ist bei 16. Ja, ich möchte nicht wissen, wo die Aktie steht, wenn der dann irgendwo hier ist bei 60 oder 70. Also der hat viel mehr Potenzial. Gefällt mir gut. Wir haben hier, wenn wir gleich besser sehen, diesen Downtrend gebrochen heute. Wir haben zweimal also auf Monatssicht sind wir unter das untere Band gegangen und wieder rein. Das ist auch positiv. Da könnt ihr bald auch nochmal was hören. Das müsste kommen. Der Wieland Alt und ich, wir haben so einen Podcast aufgenommen. Und da geht es auch um die Bollinger Bänder in diesem Ding. Und jetzt gucken wir mal auf die Woche. Weil ich glaube nämlich, das ist eine Geschichte, die wird über Wochen positiv sein. Positiv übers MACD, positiv über den Oszillator, runter auf die 200-Wochen-Linie, von ihr abgefedert, weg davon. Hier sieht man schon mal diesen Trend. Raus auf den Trend. Das ist die 20-Wochen-Linie. Gefällt mir also außerordentlich gut, muss ich sagen. Also auch auf Wochensicht. Ich mache es mal ein bisschen mehr so, dass man es besser sieht. Und jetzt kommen wir auf den Tag. Und die haben dann heute natürlich mal richtig Vollgas gegeben. Was war denn das heute? Ich glaube, das waren 7% oder sowas. Mal schauen. 7,26% im Moment. Jetzt hier handeln sie bei 96,50 um 20.10 Uhr am Montagabend. Hier ist der Trend. Ich hole es mal ein bisschen weiter hoch. Das war ein bisschen viel hier. Das war aber auch dem geschuldet. Wie war denn das nochmal? Ah ja, richtig. Das war die Geschichte mit GameStop. Da gab es einen Hedgefonds in Amerika, der war die GameStop short und musste dann eindecken wie Hölle. Daraufhin hat dann der Markt es ganz schnell gemacht und hat mal geschaut, wo ist denn der sonst noch short? Und dann stand unter anderem, da war Nokia dabei und Vata. Und dann sind die Vata relativ flott von 140 auf, ich glaube, die waren ex-Notiz sogar über der 190, wenn ich mich erinnere. Und danach, als der fertig war, dumm. Ja, also
Das ist schon mal ganz gut, die Headlines zu lesen und dann mal ein bisschen weiter zu denken. Der musste also decken und das hat er gemacht. So, seitdem sind die also wirklich nur in einem wunderschönen Downtrend runter. Immer mal wieder mit diesen kleinen Erholungen und wieder ein tieferes Tief und wieder ein tieferes Tief. So, und jetzt hole ich es näher ran. Haben sie das letzte klitzekleine Zwischentief hier bei 97, sind sie dran und haben sogar drüber geschlossen auf Tagesbasis. Dieser Punkt hier, das ist so eine Art Shootingstar, ist im Hoch bei 100,86. Das ist also für mich so mehr oder weniger der allerletzte Punkt, wo sie drüber gehen sollen, mit einem Ziel, wenigstens 200-Tage-Linie, beziehungsweise dieses Hoch, was wir haben vom Januar diesen Jahres, bei 117. Ich finde, die haben sich nach unten ziemlich ausgetobt. Auch hier, Technik dreht nach oben, MACD ist positiv. Wir sind am oberen Band, das ist kurzfristig immer mal ein Widerstand. Aber ich finde, dieser Trend, Trendbruch, der ist wichtiger. Was mir also insgesamt gut gefällt, ist, dass sie halt da drüber gegangen sind und nicht nur so ein bisschen dran geschnüffelt haben, sondern schon deutlicher drüber. Ideal wäre nochmal ein Zurückfallen auf diesen Trend, so auf eine 94,5. Aber das glaube ich fast nicht. Wenn, ich habe es am Anfang erwähnt, wenn so eine Diva mal anfängt zu tanzen, dann macht ihr das, bis die Sohlen durchgetanzt sind. Und dann zieht die hier hoch. Also gefällt mir sehr gut. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht zu Scheinen. Der eine hat die Basis, also relativ kleiner Hebel, 4,5, Basis 77, ich runde mal, 77,89, da sind wir hier unten irgendwo. Unter diesem letzten Low, was wir hatten Anfang März. Das ist die TT2ACY. Der wäre mir jetzt eigentlich schon zu weit weg, muss ich sagen. Deswegen, ich stehe eher auf sowas hier. Das ist eine 85,71, da sind wir ungefähr hier. Das ist dann Hebel 7, das ist die HG1U6Z. Das ist beides von HSBC. Es gibt aber, das sind ja diese Tagesemissionen, es gibt schon einige, die sind deutlich höher. Ich glaube sogar, ich habe einen 94er gesehen, da müsst ihr mal schauen. Und ich nenne überhaupt keinen Put. Also ich habe hier nichts, aber auch gar nichts Negatives. Ich wüsste beim besten Willen nicht, warum ich da einen Put nennen sollte. Gefällt mir gut, über den Tag, über die Woche, über den Monat hinaus. Also ich rechne eher damit, dass das jetzt hier mal so die erste Unterschwankung, die erste Anlaufstation wird, so eine 116, 118. Aber ich habe überhaupt kein Problem, mir eine Warta vorzustellen im Bereich 125 zu 130. Also ich mag die, gefällt mir gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bye, bye.